Hallo, so, eine halbe Stunde Rücken, Recken, Strecken, Dehnen, Schwingen. Lasst euch überraschen, wir machen viele Sachen, die für den Rücken gut sind, jetzt in dieser Zeit. Und vielleicht auch viel Netflix schaut oder so, ja. Also, nehme ich da nicht aus. Wir brauchen gar kein Hilfsmittel, kein Handtuch, kein gar nichts. Wir machen Übungen im Stehen und ein paar Übungen im Liegen. Macht mit wieder so gut es geht, denkt an eure Grundspannung. Und dann grüße ich mal alle meine Offenburger, Stuttgarter, Filderstädter, Schwäbisch Münder, Schondorfer, wo ihr mir auch zuschaut. Viel Spaß! So, ganz am Anfang gehen wir mal ganz locker und schwingen die Arme so von rechts nach links, in Pendel von der Uhr. Rückenposition ganz rund und entspannt, also wir müssen jetzt noch gar nicht irgendwie groß in die aufrechte Körperhaltung gehen. Da gehen die Arme mal wechseln nach vorne, schwingt nach vorne. Und ihr macht das natürlich gerne ohne Schuhe. Und dann macht die Schwingbewegung ein bisschen größer und folgt dem Arm nach hinten. Leichte Kniebeuge, Knie sind weich und schwingen dann immer ein bisschen höher. Guckt, dass ihr Platz habt und nichts umwerft in der Wohnung. Nimm also eine Schwingbewegung nach rechts, hol die Arme zurück, schwing nach rechts und hol die Arme zurück. Beine und Füße bewegen sich mit und ich versuche mich jetzt schon ein bisschen aus dieser Rundrückenhaltung aufzurichten. Ranziehen. Wegschieben, ranziehen, nach rechts orientieren. Viermal noch, bisschen schwungvoller. Es geht nach links, links und zurück. Auf dem Weg nach links habe ich meine Schultern geöffnet, ihr seht eine Handbewegung. Auf dem Weg zur Mitte drehe ich die Schulter wieder nach innen. Große Bewegung, noch acht. Jetzt gehen wir mit dem rechten Arm nach oben, hoch und tief. Richtet euch auf. Außerhalb auf den Weg nach hinten. Also für die, die gerade das Arm-Workout mitgemacht haben, könnt ihr es jetzt hinten dranhängen. Hier haben wir schon eine Kräftigung der Rückenmuskeln. Zweimal noch den Arm hoch. Oben halten und dann geht's in der Windbewegung von links nach rechts. Arm geht wieder locker mit. Zieh hoch und zieh ran. Versuch die Hüfte stabil zu lassen. Bewegung jetzt ab dem Hüftgelenk aufwärts. Machen wir noch vier. Wechsel. Arm hoch und tief. Schwinge nach oben und nach unten. Wieder Kniebeuge, hoch und tief. Weit nach oben. Die letzten vier. Schwing weit zurück. Spür dann die Dehnung im Brustbereich. Oben halten und jetzt geht's von rechts nach links. Hüfte wieder stabil. Und der Arm geht mit einer größeren Bewegung an die Hüfte ran und zieht über Kopf. Letzte vier. Und noch lassen. Wir wollen nach unten. Knie sind durchgebeugt. Und rollen langsam hoch. Oben tief einatmen, den Körper strecken. Jetzt gehen wir ins Hohlkreuz. Wie? Leicht nach hinten schieben, den Kopf nach vorne, die Arme zurückspreizen, die Hand spielen mit den Fingern, Faust und strecken. Jetzt ruhig ein bisschen dynamisch nach vorne wippen.
langsam öffnen und lösen. Ein bisschen auslocken. Gehen wir in die Bewegung vom Hals, das heißt, der Kopf neigt sich nach unten und der Kopf hebt dann. Ich hebe das Brustbein zurück mit, ich zeige es euch seitlich. Einrollen und rauspressen, Brust und Kopf geht tief, Kopf geht hoch. Langsamer, wenn es größer wird. Hand öffnen. Einrollen, ganz nach unten. Ganz nach oben. Ein bisschen länger in der Rückbeuge halten, Knie strecken, Hüfte nach vorne, Hohlkreuz, Kinn zum Brustkorb. Jetzt versuchen wir wieder alles loszulassen, keine Spannung. Bauch entspannt, Kopf entspannt, Beckenmuskel nicht verschlossen. Hier vorne öffnen im Hüft- und Bauchbereich. Gewicht auf die Zehenspitzen, Fersen leicht abheben. Dreh den Oberkörper mal nach links, etwas eindrehen, Kopf geht mit, wieder überprüfen, Knie gestreckt, Zehendruck und wechseln den Oberkörper nach rechts. Zurückkommen zur Mitte. Aufrecht stehen bleiben und jetzt als Entlastung eine große Kreisbewegung in der Hüfte, im Rücken, alles darf sich mitbewegen. Richtungswechsel. Dann gehen wir mit einer Schrittstellung zurück, Parallelstand und beginnen uns zu drehen. Die Brustwirbelsäule mit, das heißt, ihr verhakt die Finger, geht an den Hinterkopf. Leichter Spannungsaufbau zwischen Hand und Kopf und drehen jetzt den ganzen Oberkörper um. Spüren das im Knie und im Fuß. Lass ich noch mit einmal, du gehst nach rechts und biegst dich nach hinten zurück, kommst zur Mitte, nach hinten. Biegst dich gleich nach hinten zurück und kommst nach vorne. Versuch so gut zu gehen. Halten, gerade bleiben und dann versucht ihr mal so kleine Bewegungsamplituden weit verdrehen. Also mit Strecken vom Körper die Rotation nach rechts. Kleine Wippdrehbewegungen. Wechseln langsam nach links und dann geht es mit einer kleinen Bewegung an die Grenze deiner Beweglichkeit. Zurück, dann nach rechts,
und komme zur Mitte hoch. Schrittbreite ein bisschen größer machen. Knie dürfen gestreckt sein. Wenn du dich wohlfühlst, streck die Knie durch, ansonsten leicht gebeugt. Ich sorge für mehr Widerstand, das heißt, ich drücke meine linke Hand gegen den seitlichen Kopfschläfenbereich. Und jetzt, wenn ich nach oben komme, hier also den Fall von rechts unten nach zur Mitte hoch, drücke ich mit der Hand und habe da ein bisschen mehr Kräftigung. Wechsel zur anderen Seite. Unten beginnen und hochdrücken, Widerstand oder ohne Widerstand. Trotzdem könnt ihr den Arm oben lassen, den rechten. Rollen hinab. Enge Beinstellung, ein bisschen wackeliger, trainieren uns mehr. Knie soft nach unten gehen. Den Oberkörper am Oberschenkel ablegen, Schultern locker am Hals entspannen, Kopf sinkt tief. Dann versucht die Knie zu strecken, Hände am Fuß, am Schienbein, unterhalb dem Knie. Versucht einfach den Rücken so lang wie möglich zu machen. Auch da kurz mal nach vorne schauen, heißt das seitlich. Also Knie sind gestreckt und die Hände entweder hier oder hier oder bestenfalls vorne und krabbel mit den Händen weg und schieb den Popo zurück. Po nach hinten, Hände nach vorne. Sie müssen nicht den Boden berühren. Einfach in der Luft machen. Versuch deinen Rücken zu verlängern, zieh dich auseinander ins Hohlkreuz. Jetzt versuch die Hand vom Boden wegzuholen, zieh die Arme nach oben, streif die Finger und zieh dich selber auseinander. Vom Handballen über den Arm spürst du die Dehnung im hinteren Oberschenkel, ganz wichtig. Knie strecken, Knie strecken, Knie strecken. Mach dich länger, 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 zieh dich immer mehr auseinander. Kopf entspannt beim Hals, Finger streifen, Hand beugen, Popo zurück. Sehr intensiv. Dann verlagere das an die Innenkanten der Ferse und wir stützen uns ab. Kommen in den Vierfüßerschritt. Dann gehe ich mit den Beinen an den Rand der Matte, strecke die Arme wieder lang vor und sink tief. Stirn ablegen. Versuchen das Brustbein runterzupressen und den Popo zwischen den Oberschenkeln durchschieben, lange Arme. Spürt mal die Dehnung im Armbereich, in der Achsenhöhle. Dreh den Kopf zur linken Seite, leg ihn ab, wenn es geht. Dann Wechsel nach rechts. Seitlich ablegen, wenn möglich.
komm zur Mitte zurück. Stell die Hände mit den Fingern nach außen zeigend auf. Etwas mehr nach vorne, schieb durch, lass die Knie lang werden, Füße strecken und durchhängen im Hohlkreuz. Also Arme strecken, Zeit geben und versuchen jetzt wirklich den Popo loslassen, alles loslassen. Das ist zwar schon eine Dehnung, aber ich brauche die ganz wichtig für die Hüftmuskulatur aufbauen, damit der Rücken Platz bekommt. Langsam Wirbel für Wirbel hinabgleiten lassen. Und dann gehen die Hände nach vorne. Ich lege die Stirn auf den Handrücken. Korrigiere meine Beine, strecke die Füße, strecke die Knie. Und ziehe jetzt beim Einatmen den Kopf hoch. Und beim Ausatmen setze ich die Stirn wieder ab. Versuch mal nur den Hals zu bewegen. Der Rest vom Körper drückt gegen den Boden. Für die Kräftigung vom Hals vorne, bitte jetzt die Stirn gegen die Hände drücken. Nimm die Kräftigung und nimm die Spannung im Hals vorne wahr. Locker weiteratmen. Schulterblätter sind wieder tief. Power aus, brauchst du nicht, konzentriere dich auf den Hals. Steigerung jetzt durch die Anspannung vom Po, zack, zack, Bauchnabel nach innen, unten schließen, heben den Oberkörper mit den Armen hoch, mal eine kleine Bewegung hoch und tief. Super Spannung im ganzen Körper. Noch 8. Halten, ziehen die Arme ran. 1, 2 ran. 1, 2 zur Stirn. Je höher du im Oberkörper kommst, umso schwieriger wird es. Also, wenn du kannst, komm höher. Ich drehe die Handfläche nach oben, öffne und ziehe mit hoch. Atme aus. 1, 2 hoch, 1, 2 tief. Vier noch. Halten und kurze Pause. Leg dich ab. Alles loslassen. Die Daumen an die Schläfe, Finger am Hinterkopf. Grundspannung aufbauen, Beine, Po, Beckenmuskeln, Bauch. Hochkommen und so eine kleine Schüttelbewegung. Ping-Pong mit dem Oberkörper. Also auch hier, je höher, umso schwieriger. Wer mit den Händen gegen den Kopf drückt, baut sich wieder mehr Widerstand auf. Noch 8. Hoch und tief, klein und schnell. 4, 3, 2, Ping-Pong, 8 Mal.
Spür das im Rücken. 4, 3, 2, letzte hoch und tief. Und schnell. Rotation. Pause. Boah. War ganz schön heftig, gell? Ich hoffe, ihr macht es genauso wie ich. Beide Arme gehen zurück, die Handflächen zeigen nach oben und hebt euch nur nach oben hoch. Beide Beine abheben, halten das. Die Hände näher ran, die Daumen oder Finger können sich verhaken über dem Popo. Und rutschen mit den Händen unter den Po und ziehen die Beine noch höher. Beine im Wechsel bewegen. Halten beide Beine oben, öffnen die Arme zur Seite, kommt noch höher und geht zur Seite. Füße tief, Arme Rippen hoch, Seite. Also Rückenstrecker bleibt unter Dauerspannung. Schaffen wir noch 8? Ja. Und Pause, locker lassen. Für die Entlastung holt man die Beine ran und lasst die Knie so von rechts nach links ein bisschen nach unten rollen. Sehr schön und wohltuend. Lasst die Beine mal weg. Und hier in dieser Rechtsliegeseite Kniebeuge und Strecke. Eine ganz kleine Pendelscherbewegung. Dann kommen wir über die Mitte nach links. Oder rechts, je nachdem wo du bist. Und hier kleine Bewegung aus dem Unterschenkel. Zur Mitte zurück. Beide Beine nach außen und nach innen. Halten, Oberkörper hoch, drücken die Arme fest nach unten, beugen jetzt die Füße und drücken den Körper gegen den Boden. Dann stellt die Füße auf, Knie sind unten, Arme werden lang nach vorne geholt. Und jetzt geht es im Wechsel wieder so diese Hackbewegung aus dem oberen Rückenbereich. Öffnen, schließen. Für eine Seite, Kopf und Oberkörper drehen mit. Einarmig. Beidarmig. Zur anderen Seite. Einarmig. Zwei mehr. Und zurückschieben. Lange Wirbelsäule.
Arme weit öffnen. Drück mal deine linke Schulter tief und nimm den Kopf mit nach links. Dann wechsel. Zurückkommen, Hand ranziehen und weiter geht's. Auf dem Rücken liegen. Wir gehen jetzt Krokodil, schöne Entlastung, Arme zur Seite, Füße am Rand der Matte. Lassen die Beine langsam von rechts nach links. Jetzt den Kopf mitrollen in die entgegengesetzte Richtung. Halte auf der Seite Beine nach rechts, Kopf nach links. Und loslassen, mehr Weite, mehr Raum. Mehr Entspannung. Dann wechsel zur anderen Seite. Ball nach links, Kopf nach rechts. Alles loslassen. Komm zur Mitte zurück, zieh das rechte Bein ran, greif von oben am Knie und zieh das Bein ran Richtung Oberschenkel, Richtung Oberkörper. Das linke Bein lang wegspringen, hier locker lassen, hier ranziehen, Dehnung für den Popo und den unteren Rücken. Öffne in die Grätsche nach außen, zieh das Bein raus. Der Arm geht diagonal nach hinten. Beim Nachlassen immer weiter öffnen, vielleicht den Ellbogen ablegen. Dann ein bisschen das Bein bewegen aus dem Hüftgelenk. Zurück zur Mitte. Abstand. Wechseln. Schienbein greifen. Knie greifen. Nach unten ziehen. Den Rücken mache ich ganz flach und habe den Kopf neutral. Beim Ausatmen vielleicht nachziehen. Also der Rücken liegt wie ein Blatt Papier am Boden, ganz flach. Dann gehe ich mit dem Bein nach außen in die Grätsche. Nehmen den anderen Arm in die Diagonale nach oben abgelegt. Ja, vielleicht kannst du den Ellbogen ablegen.
Du möchtest das Bein ein bisschen bewegen. Dann ziehen, aufstellen. Dann die Beine auf. Beine sind ganz eng geschlossen. Nah am Popo. Jetzt gehen wir in die Aufrichtung vom Becken. Schauen wir hoch und rollen die Wirbelsäule weg. Langsam in den Boden zurückgleiten lassen. Hand öffnen, Arme öffnen, Schulter öffnen, Beine öffnen. Wieder zurück. Schambein hoch, Wirbelsäule abrollen bis zum Schulterblatt. Und wieder langsam hinab, Wirbel für Wirbel. Bis zu ganz unten, öffne die Knie, entspanne die Hüfte. Wieder zurück. Oben auch ein bisschen Bewegung. Langsam hinabrollen. Beide Beine ranziehen. Nochmal ein bisschen den unteren Rücken massieren. Dann greife in der Kniekehle. Ein bisschen im Wechsel die Beine ran und weg. Gerne wieder grätschen. Alle schöne Bewegungsspiele, Amplituden für die Beweglichkeit. Und kreisen die Beine mit beiden Beinen gleichzeitig von innen nach außen. Aber zur anderen Seite, andere Richtung. Den Schwung in den Sitz kommt. Rutschen das Bein hinab in den Rundrücken. Bewegen den Rücken beim Atmen. Langsam zurückkommen. Wieder schließen, Hände unter Oberschenkel, Kniebereich. Jetzt ziehen wir mal unser Großbein raus, atmen tief ein und ausatmen, runter rücken. Einatmen, raus, drücken, über die Sitzbeinhöcker rollen. Und dann bleiben wir kurz im Rundrücken, Kopf wieder tief, die Schulterblätter entfernen sich von der Wirbelsäule.
hochkommen. Wie mit vier Füßen. Rundrücken, Hohlkreuz. Auf dem Rückstand ein Bein nach vorne auf, halten da kurz, kommt nach oben zurück, lockert euch aus, atmet die Seite tief ein. Lassen die Arme fallen, nochmal tief einatmen und fallen lassen. Letztes Mal. Und fallen lassen. Rechter Arm hoch und winke, winke. Ihr habt es geschafft. Schönen Tag und bis bald zum nächsten Video. Viele Grüße aus Aalen. Bleibt mir gesund. Euer Sascha.